50 ist jetzt hier das höchste der Gefühle. Und das reicht mir auch, weil ich hier super im Verkehr mitschwimmen kann. Hey Freunde, was geht? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Scooterhelden in Berlin. Gerade zurück aus Zwickau schließe ich den Laden auf, gucke auf meine Hebebühne und denke mir, yes, jetzt ist sie endlich da. Letztes Jahr noch auf der Messe gesehen, die Jungs aus den Niederlanden, die Firma Brecker mit ihrem Model B. Das Bike an sich, so wie es da steht, wiegt auch gerade mal knapp 80 Kilogramm bei 160 Kilogramm Zuladung. Mann, ich verrate schon wieder viel zu viel. Lasst uns nicht so viel schnacken. Die wichtigsten Eckdaten jetzt zum Brecker Model B und dann gehen wir in den Selfie-Guerilla-Modus, fahren mal eine Runde. Das, was der Akku hergibt, in Anführungsstrichen, weil ich habe leider kein Ladegerät bekommen, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Saft im Fahrzeug. Und dann gibt es mal ein Resümee zu diesem Fahrzeug, das wir, wenn alles klappt, dieses Jahr auch hier im Scooterhelden-Store in Berlin-Schöneberg anbieten werden. Ja, Leute, da steht sie jetzt, die Brecker Model B. Mega. Preis 5.149 Euro, der ist auch mega, muss man sagen. Gibt zwei Geschwindigkeitsstufen, 25 oder 45 km/h, könnt ihr euch aussuchen, ist die Klasse der L1E. E-Moped könnt ihr also auch mit eurem Führerschein der Klasse B ohne Probleme fahren. Ja, zentrales Element ist jetzt hier auf jeden Fall der Rahmen. Sie ist sehr schlank gehalten, wiegt ja auch gerade mal knapp 80 Kilogramm mit 160 Kilogramm Zuladung. Ihr könnt die Farbe noch wechseln. Ihr habt nämlich 11 Blenden zur Auswahl. Denn das, was ihr hier seht, in mattgelb, ist tatsächlich nur eine Blende, die hier verschraubt wird. Und dann kann man das Ganze austauschen und somit individualisieren. Darüber hinaus kann man auch die Bereifung ändern. Man kann die Sitzbankfarbe ändern. Man kann die Stoßdämpferfarbe hinten ändern. Also da geht eine ganze Menge, so dass man es für sich selber ein Stück weit individualisiert. Genauso wie man theoretisch auch einen zweiten Akku mitnehmen könnte, der aber nicht parallel geladen wird, sondern man muss dann wiederum immer wieder umstecken. Ja, Gewicht habe ich schon gesagt. Knapp 80 Kilo, 160 Zuladungen gemacht für zwei Fahrerinnen. Ich hoffe, ich habe es richtig gegendert jetzt. Ansonsten 17 Zoll Bereifung vorn und hinten. Ein bisschen gröber jetzt hier ausgestattet. Nennt sich Abenteuerbereifung 190-17. Wir haben eine klassische Scheibenbremse, hydraulisch vorne und hinten. Es gibt noch eine Lenkersperre, denn haben wir unser Federgabel vorn in schwarz abgesetzt. Passt sehr schön. Wirkt auch alles sehr custom-like, wenn man sich die Blinkeranlage anguckt. Den Hauptscheinwerfer mit LED-Halo-Ring. Alles auf LED-Basis. Auch hier mal schön untergekriegt. Auch hier sehr schön, wie sie die Hupe unterbekommen haben. Das gefällt mir gut. Dann dieses zentrale Rahmenelement. Also es fühlt sich erstmal auch alles wertig an. Aber es ist auch auf Leichtbau geachtet worden. Denn wir haben hier nur so eine Art Kunststoffwanne. Darin befindet sich ja dann später der Akku. Und zusätzlich haben wir hier noch einen Lautsprecher. Denn die Besonderheit beim Model B ist ja tatsächlich, dass wir einen Soundgenerator haben. Ihr könnt also Motorsound zuschalten. Dann gehen wir hier über den mattschwarzen Naked-Rahmen. Haben dann unsere Pedale für vorne und hinten, die sich auch einklappen lassen. Aber meiner Meinung nach ein Ticken zu kurz sind. Also ich glaube, ich mit Schuhgröße 45. Ich werde sie finden, aber naja, sie hätten auch ein Ticken länger sein können. Okay, also so viel erstmal dazu. Dann hier dieser geschwungene Sattel, möchte man dazu schon fast sagen, fast freischwebend hinten mit integriertem LED. Wirklich, sieht abgespaced aus und dient außerdem dazu, das Ganze hier noch hochzuklappen. Denn darin befindet sich dann der Laderaum für euren Akku oder eure Akkus. Ja? Das ist der Akku, der jetzt so ein Kunststoffgehäuse mit sich bringt. Der wiegt gerade mal 11 Kilogramm, 40 Amperestunden, 2 Kilowattstunden Gesamtleistung, 60 bis 80 Kilometer Reichweite. Also das ist schon echt leicht. 11 Kilo, 40 Amperestunden. Viele kennen das Bereich aus dem Lastenfahrradbereich, im Cargo-Bereich, die ganzen Auslieferer hier in Deutschland, die quasi auch UPS und Co. verwenden teilweise wirklich dieses Akkusystem. Kennt man also bereits, ist in Summe nichts Neues. Ist der Akku erstmal im Fahrzeug drin, kriege ich das Ganze jetzt hier auch nochmal signalisiert und kann hier darüber hinaus auch noch den Akkustand ablesen. Ansonsten Deckel zu und wenn alles klappt, passt das auch. Oder habe ich Scheiße gebaut? Habe ich Scheiße gebaut? Muss in die andere Richtung zeigen, ne? So Freunde, ihr habt ja gesehen, wenn man sich nicht ganz so blöd anstellt, so wie ich jetzt, dann kriegst du auch ohne Probleme, ja, den Deckel wieder zu. Ha, ich habe ihn falsch reingesteckt. Ja super, läuft bei uns. Hauptständer suchst du leider bei der Brecker auch vergeblich. Das finde ich ein bisschen schade und ich finde ihn vor allem auch ein bisschen kurz. Also da muss man echt aufpassen, weil die Maschine jetzt auch nicht so schwer ist, dass du sie immer vernünftig hinstellst, damit sie dir nicht im Stand umkippt. Dann geht's hinten weiter mit dem Radnabenmotor. Mensch, 50,4 Volt, 2500 Watt Nennleistung, Peak 4000 Watt. Das Ganze auf 140 Newtonmeter. Ich bin mal gespannt, ob wir schneller als 45 km/h fahren. Es wäre ja zu wünschen, ja. Stoßdämpfer will ich ja auch noch mal ganz kurz zeigen. Kannst du hier sogar noch einen Ticken einstellen. Auch mega. Dann Kennzeichenbeleuchtung LED,
Die Blinker hinten sehen auch gut aus. Schutzblech durchgezogen, das Ganze aus Metall gefertigt. Also wirkt auch sehr wertig. Genauso wie sie hier die Kabel auch verlegt haben, so dass man nichts sieht. Also auch ein schönes, cleanes Design. Okay, dann geht's mal weiter nach oben. Schaut mal, hier haben wir nämlich noch ein Fach. Das finde ich ziemlich cool. Da kannst du jetzt noch so Kleinkram reinmachen. Und es gibt auch Seitentaschen. Seitentaschen gibt es auch. Und es soll auch später noch irgendwie was geben, womit du den Helm hier quasi unterm Rahmen befestigen kannst. Weil ich glaube, eine Gepäckbrücke habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay, dann machen wir weiter mit dem Lenker. Ganz kurz von rechts nach links, bevor wir dann gleich fahren. Wir haben hier zum einen erstmal den Soundgenerator. Den will ich euch kurz zeigen. Und vor allem, ihr sollt ihn mal hören. Ja. Parkposition, Fahrstufen. Und dann kannst du hier noch umschalten auf dem Display. Zwischen Gesamt- und Tageskilometer. Und Fahrstufen werden wir nachher während der Fahrt wechseln können. Das werden wir dann hier auf der rechten Seite angezeigt bekommen. Geschwindigkeit, Kilometerstand, dann auch die Restreichweite jetzt hier an dieser Stelle. 56 Kilometer. Handyhalterung, weiß nicht, ob die serienmäßig dabei ist, finde ich aber schon mal ganz gut. Wenn einer mit bei wäre. Und dann hier auf der linken Seite unsere Hupe. Blinker, Warnblinker. Und dann haben wir hier, aha, okay. Obwohl er sogar hier so eine Tippfunktion hat, dass er Lichthupe geben würde, was er aber nicht tut. Aber Abendlicht und Fernlicht gibt er auch. Super, ich zeige euch nochmal ganz kurz die Blinker. Ja, mega, oder? Und das Rücklicht will ich euch auch mal zeigen. Ich bremse mal. Ey, das sieht richtig cool aus, oder? Das sieht richtig, richtig cool aus. Und vorne. Ah, der Scheinwerfer ist super, super schön. Also den mag ich ja unglaublich gern. Gerade mit dem Halo-Ring. Das sieht so custom-mäßig aus, ne? Jo. Die Frage sei berechtigt, wo sind eigentlich meine Außenspiegel? Okay, heißt dann wohl Schulterblick und wir kürzen die Runde ein bisschen ab. Aber gut, dass mir das jetzt schon auffällt. Ja, Freunde, dann legen wir los. Jetzt hier im Selfie-Guerilla-Modus mit 360-Grad-Kamera mit der Brecker. Model B. Ich habe gerade schon gesagt, relativ leicht, ne? Mit knapp 80 Kilo. Ich bin ja anderes gewohnt. Ein Akku wiegt jetzt 11 Kilo. Würde jetzt bedeuten, wenn ihr noch einen zweiten Akku mitnehmen würdet, wäre dabei um die 90, 91 Kilogramm. So, ich setze mich mal rauf. Sitzbank sieht total geil aus und habe mich so ein bisschen an meine Simson von früher. Sitzhöhe ist erstmal extrem angenehm. Ich habe für euch hier noch mein Handy mit GPS-Werten installiert, damit ihr auch seht, wie schnell wir tatsächlich fahren. Lenker hat eine schöne Breite. Ich habe jetzt keine Rückspiegel, die kriege ich wohl nachgeliefert. Aber das ist nicht so schlimm. Ich mache einfach Schulterblick. Und wir wollen ja auch nur mal eine Runde drehen. Display kann man gut ablesen und ich hoffe, ihr könnt ansonsten alles gut erkennen. Ich habe den Soundgenerator eingeschaltet. Wir haben nur so krasse Umgebungsgeräusche hier in Berlin-Schöneberg, dass man das eigentlich kaum wahrnimmt. Ich bin mal gespannt, wenn ich gleich schneller fahre, ob ich es dann auch wirklich höre. So, Blinker rein. Und das finde ich schon ein bisschen schade. Wir haben leider keinen Blinkerton. Den wünsche ich mir nämlich generell bei allen Elektrofahrzeugen. Aber wir haben Fahrstufe 1. Mein lieber Scholli hier. Mit was? 35 km/h? 37? Also ich bin immer noch auf der Busspur unterwegs. Das war gar nicht beabsichtigt, weil ich dachte, wir fahren hier ganz langsam an. Aber Fahrstufe 1 ist hier nicht der Mini-Eco-Betrieb, sondern wir blasen hier schon durch mit 44 km/h. Das hätte ich ja jetzt überhaupt nicht erwartet. Was ist hier los? 45? GPS zeigt mir jetzt hier an dieser Stelle 43 km/h an GPS gemessen, 46 auf dem Tacho. Das ist ja geil. Ah, das ist ja wieder cool. So, wir wechseln mal gleich im Fahrbetrieb in Fahrstufe 2 und dann kriegen wir schon deutlich mehr Push. Und ich kann vor allem auch den Soundgenerator gut hören. Was natürlich gut ist, gerade wenn du Fahrradfahrer hast oder ähnliches, die merken dann eben auch, dass du hinter denen bist. Ist ja immer so ein kleines Defizit. Auf der einen Seite ist es schön, lautlos unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch hilfreich, wenn der Verkehr um dich drumherum merkt, dass du da bist. Wer das nicht mag, geil, der schaltet es einfach aus, was auch extrem cool ist. Aber was mich jetzt echt wundert, Fahrstufe 2 zieht er hier auch schön durch. Hast du nochmal deutlich mehr Push, deutlich mehr Punch. Warum piept er ständig? Ich habe keine Ahnung. Ist vielleicht meine Kamera, die hier piept? Ich weiß es nicht. Aber wir geben mal Feuer. Ja, super, ey. Leute, 46, 47, 48, 49. Was ist hier los? Und das in Fahrstufe 2. Also was du auf jeden Fall machen kannst, du kannst durchschalten. Also 1, 2, 3, 4 ist klar.
Aber du kannst nicht wieder runterschalten. Also es wäre natürlich auch schön gewesen, wenn man den Gang hätte auch wieder runterschalten können. Sprich die Fahrstufe. Ist jetzt hier nicht der Fall. Aber wir fahren mal rechts rum. Bisher alles gut zu erkennen. Ergonomie ist sauber. Hier vorne könnte ich noch ein bisschen was reinpacken. Mein Portemonnaie oder ähnliches. Oder eine Getränkeflasche. Das ist an sich ja schon mal gar nicht so schlecht. So, und wir geben einmal in Fahrstufe 2 nochmal Vollgas. Die Sitzposition sehr gerade. Ich sitze hier sehr aufrecht. Fahrwerk ist richtig gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist so die Raststellung von dem Blinker. Also immer, wenn du versuchst, so diese Neutralstellung zu finden, rutscht irgendwie wieder auf die andere Seite. Und dann blinkst du mal links und dann blinkst du mal wieder rechts. Und ich gebe gleich Vollgas. Ich will es wissen. Ich will es wissen. Jetzt, ich gebe Vollgas. Jawohl, jetzt. Guck mal, ein bisschen was raus hier aussehen. 50 Volt, 2,5 kW, Peak 4 kW. Jetzt will ich mal ein bisschen was sehen hier. Ja, rennt du da ordentlich in dem Fall. Ja? Und die 17 Zoll Bereifung, die hilft dir natürlich auch, super komfortabel hier unterwegs zu sein. Das hydraulische Fahrwerk hinten, die Dämpferanlage, die du auch einstellen kannst. Mega. 52, ich habe hier gerade 52 gesehen. Ah. 49 GPS gemessen, wir sind auch relativ nah dran an den 50 km/h. Ja. Somit holen wir eigentlich alles aus den gesetzlichen Toleranzen raus. Das ist auch wichtig. Das ist wie beim E-Scooter, ne? Da will man ja auch immer am liebsten, dass er nicht 20, sondern 22 fährt. Okay, aber hier zumindest, oh, das schaffe ich noch, gelb. Glück gehabt. 20. Okay, fast 50 km/h schnell. Sehr gut. So, wir gehen mal in Fahrstufe 3. Einmal Feuer, gucken, was passiert. Ja, wir haben aber deutlich mehr Druck, mehr Punch auf jeden Fall. Das Blöde ist nur, dass die Leute da vorne nicht aus dem Tick kommen. Jetzt, ha, 50 erreicht und gleich muss ich wieder 30 fahren. So eine Scheiße. Okay, ich bremse mal ab. Kein Bock, dass ich hier noch Stress kriege. Aber hey, ist gut im Futter. Jetzt habe ich wieder den rechten Blinker an, weil ich versucht habe, diese Nullposition zu finden, diese Neutralstellung. Mann, die geht richtig ab, die Breaker. Mega. Erinnert mich so ein bisschen an die Horvin, die ja auch etwas über 50 km/h schnell fährt. Extrem angenehm. Extrem angenehm. Also die Höchstgeschwindigkeit hier gut 50 km/h GPS gemessen, ist ja schon mal super. Aber jetzt wollen wir es natürlich wissen. Fahrstufe 4. Auch wenn hier nur 30. Aber 30 sind ja nur. Oh, schönes Ding. Oh, jetzt hier nochmal Fahrstufe 4. Ich gebe mal Feuer. Jetzt merkst du endlich mal die 4 kW. Ich bin überrascht, dass hier so 4 aus den 50 Volt rauskommt. Mein lieber Scholli, sind wir schnell auf 53 km/h. Oh, ich muss aufpassen. 50 km/h GPS gemessen. Wahnsinn. Ja, das macht Laune. Jetzt habe ich auch dieses Feingefühl in meinem Daumen, was hier den Blinker betrifft. Das läuft. Das läuft. Ey, das Schlimme ist, ich habe noch keine lange Gerade. Ist ja nicht so, dass ich mit der Breaker auf die Autobahn kann, sondern ich muss das eben hier leben. Also wirklich leben. Ich glaub, oh, schön. Also der Radnabenmotor, lauf ruhig und wenn ihr wollt, dann schaltet ihr einfach den Soundgenerator zu. Warte mal, jetzt bin ich in Fahrstufe 1, Fahrstufe 2 ist versehentlich auf die falsche Taste gekommen. Ja, Soundgenerator ist an. Mann, der blubbelt hier was zusammen. Ja, hört sich so ein bisschen an wie die Virago, die ich früher mal hatte. Ich glaube, das war eine 125er. Ja, so in dem Dreh. So klackert das hier so ein bisschen. Ja, Restreichweite noch 40 Kilometer. 40 Amperestunden haben wir insgesamt verbaut. Das ist natürlich amtlich. Also, das heißt, Reichweiten zwischen 60 und 80 Kilometer, abhängig natürlich vom Fahrergewicht, der Außentemperatur und vielen anderen Faktoren, ganz wichtig. Aber auch die Controlleransteuerung, Gasannahme, sehr sauber gelöst jetzt hier. Kannst schön Gas geben, kommst schnell auf deine Geschwindigkeit. Der Motor ist laufruhig und wenn dir der Sound nicht gefällt, dann schaltest du ihn einfach aus und bist ja leise wie eine Katze unterwegs. Das finde ich gut. Ey, ich finde das wirklich gut. Ich gebe mal Feuer. Oh, hier wandert hier sehr, sehr schnell. 40 km/h haben wir hier wirklich sehr schnell erreicht. 50 km/h. Und ihr seht schon den GPS-Wert, den blende ich euch ein. 49 km/h GPS gemessen. 50 km/h GPS gemessen, 53 km/h auf dem Tacho. Und dann ist aber auch Feierabend, dann ist Schluss mit lustig, das war's. 50 ist jetzt hier das höchste der Gefühle. Und das reicht mir auch, weil ich hier super im Verkehr mitschwimmen kann. Ja, was wäre jetzt auch noch wichtig, also zum einen habt ihr 2 Jahre Garantie.
auf alle beweglichen Teile und auch den Akku. Ich habe sogar, glaube ich, gelesen, 7 Jahre auf den Rahmen. Ist ja ein Alurahmen, okay, kann jetzt nicht so viel passieren. Außer ihr habt einen Unfall, da solltet ihr natürlich aufpassen. Und der Akku an sich ist wohl auch begrenzt bis 500 Ladezyklen. Damit meint man dann aber 500 volle Ladezyklen. Das ist zumindest die aktuelle Info, die ich habe. Sollte es da andere Informationen geben, schreibt sie gerne unten in die Kommentarzeile. Und darüber hinaus gibt es auch eine App-Anwendung. Das heißt, ihr könnt eure Brekker Model B, hört sich so ein bisschen an wie ein Tesla, mit eurem Handy verbinden. Kriegt da nochmal die wichtigsten Infos. Und vor allem ist hier auch ein GPS verbaut. Im ersten Jahr ist das kostenlos. Ab dem zweiten Jahr kostet das wohl knapp 6 Euro im Monat. Kopier mal Daumen. Da gibt es so Laufzeiten. Die könnt ihr euch mal auf der Webseite von Brekker angucken. Ich habe immer noch nicht kapiert, warum es hier piept, aber ja. Und alles in allem, ja, fährt sich gut. So, dass wir wahrscheinlich auch die Brekker demnächst bei uns vertreiben werden. Dann werde ich mir mal eine durchkonfigurieren. Und dann machen wir natürlich auch mal einen Reichweitentest mit vollem Akku. Das steht ja außer Frage. So, ich fahre mal langsam. Und dann fahren wir hier rauf. Jawohl. Und dann können wir vor allem auch Aussagen treffen, wie weit kommt man jetzt tatsächlich. Aber ich finde es schon faszinierend. Die 40 Amperestunden hier in dem Kunststoffgehäuse, gerade mal 11 Kilogramm schwer, das ist natürlich super geil. Also, kann man nicht anders sagen, das ist richtig, richtig, richtig cool. So, dass du halt eben auch tiefenentspannt mal 2 Akkus mit in den dritten Stock schleppen kannst. Süß ist halt eben auch dieser Ständer, was ich schon meine. Er ist wirklich sehr klein und filigran. Naja, solange das Moped steht, ist ja alles in Ordnung. Hat so leichte E-Bike-Ambitionen, ne? Es ist so, man guckt, du läufst halt dran vorbei und guckst halt zweimal hin, weil du das vom Design her so noch nicht gesehen hast. Und ja, der Leichtbau, der macht sich natürlich auch bei der Agilität und bei der Wendigkeit bemerkbar. Es ist ein faszinierendes Fahrzeug mit richtig Bums, 4 kW in der Peak, 50 km/h GPS gemessen. Ja, was will man denn mehr? Also das ist ja genau das, was ich mir wünsche, dass ich im Verkehr mitschwimmen kann. Ja, 5.149 Euro, da geht's los, wenn du es hier ein bisschen durchkonfigurierst und individuell gestaltet, das muss nachher bei 5,5 sein. Akku kostet 1.799 Euro, nagelt mich da jetzt nicht fest, aber so in dem Dreh müsst ihr ungefähr einkalkulieren, sodass man sagen könnte, alles klar, für um die 7.000 Euro bist du hier mit 2 Akkus mit dabei. Rechnet sich das? Ja, nein, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde vom Gewicht her um die 80 Kilogramm Akku raus, 70 Kilogramm hinten auf den Gepäckträger gepackt. Gibt es ja so Halterungen für die Anhängerkupplung, wenn du einen Camper hast oder ähnliches, mega. Nicht zu groß, nicht zu klein, optimaler Radstand, schöne Radgröße mit 17 Zoll. Gut, du hast jetzt hier keine CBS-Bremsanlage, auch kein ABS, keine Traktionskontrolle. Ja, man bricht so ein bisschen aufs Fahren herunter, aber schön ist mit dem Soundgenerator, dass du halt auch die Chance hast, den Leuten mitzuteilen, dass du da bist. Das finde ich gut. Hinten die Stoßdämpfer, die du dir auch noch einstellen kannst. Vorne noch Ablagemöglichkeiten. Cooles Konzept, mal was Neues. Das braucht man nicht verreißen, weil es wirklich gut gelungen ist und vor allem auch in Europa gebaut mit 2 Jahren Garantie. Und ich denke, das ist doch ein Wort. Also Brekker in den Niederlanden. Habt ihr gut gemacht? Ich freue mich auf den Reichweitentest. Wird bestimmt interessant, wie weit man nachher tatsächlich mit der Brekker Model B kommt. Und in ein paar Monaten kommt ja auch ein E-Bike raus. Ich glaube Model F. Ja, keine Ahnung, muss ich nochmal auf die Webseite gucken. Auf jeden Fall kommt ein E-Bike raus. Und das ist so eine Kombination aus einer Super 73, ja, Super 73 und einer Uniwalk, die es ja leider nicht mehr gibt, was ich sehr schade finde, mit einer langen Sitzbank, aber was sich so in dieser Modellfamilie abschließend positionieren würde. Und dann kann man sagen, hier ist mein E-Bike, da ist mein Brekker. Was hier bloß noch fehlt, ist eine L3E, ganz klar. Meine Meinung, irgendwas mit 80 km/h wäre noch cool, dass man halt eben doch auf die Autobahn kann. Aber so an sich, Moped, mega, macht Spaß. Warte mal kurz. Die Autobahn fahren. Aber so an sich, Moped-Feger, macht Spaß. Moped-Dinger oder Moped-Feger? Was habe ich denn da für ein Wort gesagt? Habe ich irgendwas Neues erfunden oder was? Ja, also ich meine eigentlich das Moped. Das Moped meine ich. Ohne Scheiß. Gut verarbeitet. Daumen nach oben. So, das war's. Ihr macht jetzt nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.